Letztes Jahr hat es ja nicht geklappt, deshalb sind wir umso glücklicher, dass es dieses Jahr losgegangen ist, planmäßig, und wir auch gut angekommen sind und ja, deutlich wärmer als in der Heimat, was zu erwarten war. Und insofern sind wir froh, dass wir hier jetzt eine Woche gut arbeiten können. Ja, ist gut. Letztes Jahr hat es ja nicht geklappt, deshalb sind wir umso glücklicher, dass es dieses Jahr losgegangen ist, planmäßig, und wir auch gut angekommen sind und ja, deutlich wärmer als in der Heimat, was zu erwarten war. Und insofern sind wir froh, dass wir hier jetzt eine Woche gut arbeiten können. Nee, Rotweintrinker, leidenschaftlicher bin ich nicht, also das schon mal kann ich schon mal ausschließen. Ansonsten, klar, Spanien ist ein Urlaubsland, nicht nur Mallorca, sondern auch das Festland und ja. Aber es ist jetzt auch ein bisschen länger her, dass ich hier im Urlaub war, also abgesehen von Mallorca. Ja, unterschiedlich. Also es ist natürlich so, dass wir jetzt in der Woche zwei Testspiele haben und man alles, was Belastung angeht, das Training angeht, auch um diese Testspiele herumbaut. Im Endeffekt geht es auch darum, dass wir vor allem auch uns jetzt wieder diese Wettkampfhärte holen in den beiden Tests. Und ansonsten von den Schwerpunkten wird es so sein, vor allem auch viele Themen im eigenen Ballbesitz. Tiefstehender Gegner, wie bespielt man den, wie kriegt man den in Bewegung und auch nochmal eigentlich der umgekehrte Fall, ja, ein bisschen klarer werden, nochmal wieder in der Spieleröffnung, vielleicht die eine oder andere Option nochmal mehr haben. Das sind so die Themen, die wir jetzt für die Woche auf dem Zettel haben und vor allem war eben halt auch die beiden Testspiele. Ja, es wäre zumindest jetzt nicht so gewesen, wie wir es geplant hatten. So ist es jetzt auch nicht, wie wir es geplant hatten. Das hätte gegen Pauli für uns schon richtig gut gepasst, auch aufgrund der Grundordnung, die man so von St. Pauli erwarten kann, hätten wir schon das eine oder andere gehabt, was wir dagegen gerne ausprobiert hätten. Ist jetzt aber so, wie es ist und wir arbeiten immer mit den Umständen, sowas kann passieren und jetzt spielen wir gegen Murcia und die werden uns dann auf eine andere Art und Weise fordern, auch wenn es eine Drittligamannschaft ist, aber es ist sicherlich eine Mannschaft, die ja nicht nur nicht zu Unrecht auf einem guten Platz in der Liga steht und auch einen ganz guten Ball spielt, nach allem, was wir jetzt so in der Vorbereitung auf das Spiel uns angucken konnten. Also er ist im körperlich guten Zustand, fühlt sich fit, ist gut drauf. Ja, so nehme ich den wahr und dann war heute auch das erste Training, noch nicht allzu viel, aber ich glaube, er kommt so zurück, wie wir ihn kennen. Ach, das kann ich gar nicht so sagen, weil Fülle ja immer eine große Bedeutung hier für die Mannschaft hat und das ja auch immer auf seine Art und Weise vorlebt, mit einbringt. Natürlich ist das so, es gilt ja nicht nur für unsere Mannschaft, sondern glaube ich für alle, dass man sich mit guten Leistungen einfach auch Respekt verschafft und natürlich immer dann, wenn jemand Dinge gut macht, erfolgreich ist, dann guckt vielleicht auch der eine oder andere nochmal genauer hin, was er macht, um vielleicht auch zu schauen, wie er Dinge für sich übernehmen kann. Aber das war vorher so und das wird sich jetzt hier auch nicht ändern. Trapo ist mit dem Wunsch einer Veränderung auf uns zugekommen, dem haben wir am Ende entsprochen. Ich habe das Trapo auch gesagt. Ich fand, er hat es in diesem halben Jahr bislang für uns gut gemacht, hat diese Rolle gut angenommen, uns in dieser Rolle auch geholfen, aber er wünscht sich eine andere Rolle. Dem sind wir nachgekommen heute und ich wünsche ihm einfach, dass er dieses halbe Jahr dann für sich nutzen kann, um eben mehr Spielpraxis zu sammeln, um dort dann auch von Beginn an ein wichtiger Teil einer wirklich starken Kaiserslauterer Mannschaft zu sein und eben halt auch mit der Mannschaft erfolgreich zu sein. Nein, also ansonsten hätte man jetzt ja nicht über eine Laie gesprochen oder das vielleicht auch noch irgendwo anders ausgestaltet. Also im Endeffekt ist es so, dass es für uns darum geht, dass er dort spielt. Für ihn geht es darum, dass er dort spielt. Und so wie ich es gesagt habe, er hat das in diesem halben Jahr für uns auch in der Rolle, die er hatte, sehr ordentlich gemacht. Das habe ich ihm auch zum Ausdruck gebracht. Und deshalb wäre es jetzt auch auf keinen Fall so gewesen, dass wir gesagt haben, von unserer Seite aus muss ich da was tun. Aber das war der ausdrückliche Wunsch eben halt auch des Spielers. Und dem sind wir jetzt nachgekommen. Auch da ist es so, gibt ja immer mehrere Seiten. Das eine ist eine sportliche Bewertung, das andere ist eben halt auch eine finanzielle Bewertung. Jeder weiß, dass wir nicht so richtig auf Rosen gebettet sind und dass vielleicht das, was man an Gehalt einspart im Verein, auch aktuell wichtig ist. Das spielt sicherlich auch eine Rolle bei solchen Überlegungen. Und deshalb, man weiß immer in Transferperioden, dass immer alles auch irgendwie passieren kann. Aber es ist jetzt aktuell nicht so, dass irgendwie was vor der Tür steht.